Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Es gibt keinen Wunsch des Berichterstatters auf ein Schlusswort. Wir gelangen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 1189 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Tamandl, Greiner, Kolleginnen und Kollegen einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Ich lasse zunächst über die vom Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlich noch nicht abgestimmten Teile abstimmen. Die Abgeordneten Tamandl, Greiner, Kolleginnen und Kollegen haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Artikel 1, 2 und 3 eingebracht. Wer diesem Antrag seine Zustimmung erteilt, den bitte ich um ein entsprechendes Zeichen. Es ist mehrheitlich angenommen. Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs am Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage. Und ich bitte jene Damen und Herren, die hier für ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Auch das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung für den vorliegenden Gesetzentwurf stimmen, um ein Zeichen. Auch das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen.